heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar befinde ich mich in Bangkok. Patuk Thani, wer es genau wissen will. Und zwar ist heute mein Internet abgelaufen oder wird jetzt ablaufen. Also ich habe den Vertrag am 3. gemacht, werden immer nur 30 Tage gezählt. Ja, müsste eigentlich heute sein. Ich befinde mich im Big Sea. Ihr seht es hier, warte, ich soll mal rum. Es ist ein riesen Einkaufscenter, aber die meisten kennen es ja. Es ist nur so, dass die Außenfassade jetzt erst vor ein paar Tagen fertig geworden ist. Man hat ja alles neu gemacht. Naja, neu in dem Sinne, ne? So, also, hier nochmal die große Straße. Ansonsten ist es so, ich habe eine Nachricht gekriegt, die blende ich euch jetzt mal ein. Ich mache es mal über den ganzen Bildschirm. Und jetzt ist es ja so, dass wir uns hier heute immer noch uneinig sind. Und zwar bin ich der Annahme, dass ich 20 GB habe, also 300 Watt bezahle ich für 20 für Highspeed für einen ganzen Monat, und aber also inklusive 20 Gigas. Die Frau hat zu mir gesagt, ich hätte nur 12 GB. Ich bin der Meinung, ich habe 20 und habe jetzt, ihr habt ja gelesen, eben eine Message gekriegt, dass ich 70. Entweder kriege ich die jetzt oder ist ja ein Sonderpackage und wir werden mal nachfragen. So, ist es so, wir sind natürlich in Bangkok, da ist immer schwierig, da muss ich direkt immer perfektes Teich brechen. In demzufolge denke ich mal, wir lassen noch mal ein paar Minuten an. Und dann muss ich mal sehen, nicht, dass wir noch mal tauschen müssen. So, also. Sawadikap. So. Wir stellen mal hier ab. So, mir Internet Samloy Bat for Tukwan Samloy. And me message from Yaktai Ani here. For 70 GB. Milu, wenn die GB hiesig oder 17. For Luca. ลูกค้าโค้ดเพจไม่เคยใช้รายเดือนที่มีบัตรประชาชนนี่บัตรประจำตัวประชาชนอันนี้เนี่ยแพ็กเกจมีตัวรูปซีเป็นแพ็กเกจที่มีพาสปอร์ตแล้วก็เวิร์คพอมิตแพ็กเกจมีไดวิ่งคอร์ดต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคนไทยอ๋อนี่คนไทยคนไทยถ้าต่างชาติก็จะเป็นมีพาสปอร์ตแล้วก็ work permit ถูกไหมทุกคนอันนี้เข้าใจ50
Das ist mir ein ganz Passport. Okay. Vom Kit Kalchai. Also, Samloibat. Ja? Oh, Milu. Ja. Vor Nani hier. Ja. Also, ihr habt es gehört, ich erkläre es euch gleich. Dies hier Ani Megabyte. So Ani Megabyte. Melu, warum geht dies hier? Okay, Kopf und Kap. Bye bye Kap. Also, es ist alles okay. Also, es ist so. Ich glaube, wir haben auch nur Thai gesprochen. Sie hat mich auch immer verstanden. Ich habe das eine Wort halt nicht verstanden. Und zwar, wo es darum ging, also ich habe das so verstanden, dass ich einen Personalausweis brauche, beziehungsweise ein Passport. Und ich habe ja keinen, also das ist nur für Einheimische, so habe ich das verstanden. Allerdings, ihr habt es ja gelesen. Und zwar, jetzt kommt's. Ich habe vor Schreck auch die Brille vorhin beim Lesen aufgesetzt. Ich habe für 300 Baht diese besagten 70 Gigabyte mit 20 Speedpack oder wie das heißt. Das reicht. Ich habe nachgelesen für Download und hin und her und für Videostreaming ist das völlig ausreichend. So, und ja, das war es eigentlich. Also, das, was ich haben wollte, habe ich schon ewig. Und ja, somit bin ich heute zufrieden mit meiner Redeleistung. Ja, die kann man immer verbessern, das ist klar, aber sie hat mich verstanden. Und ja, es ging um das eine Wort. Ich gehe davon aus, dass es nur Einheimische mit Ausweis. Nicht so schlimm. Ich werde jetzt noch mal nach Uhren gucken, aber zwischendurch haben wir einen Werbeblock rein. Ich werde da mal was erklären zu den lustigen Sprüchen. Ein richtiger Mann trägt eine Rolex.
Also, bis gleich. So, und zwar hier ist er wieder. Und zwar mal mit einem kurzen Zwischenwort. Es ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Also, es ist so, ich schneide das Movie gerade. Und jetzt denke ich mir doch so, im November, wenn ich das Movie finde, packe ich es euch hier rein, wenn nicht, ist es ein anderes. Es war ja so im November, dass mein Vertrag abgelaufen war. Und da bin ich ja in diesen gesagten Laden rein. Und da haben sie mir gesagt, der Vertrag ist abgelaufen, ob ich einen neuen wollte. Das war ja das Theater, wo die 300 Bat oder die 150 Bat da mitten im Monat weg waren. Und da habe ich in diesen Räumen habe ich einen neuen Vertrag abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht mit welcher Frau, aber da hat komischerweise meine Fahrerlaubnis gereicht. Weil Reisepass oder Fahrerlaubnis ist dasselbe, weil meine Reisepassnummer auf dem Ausweis mit drauf ist. Deswegen zählt es als offizielles Dokument. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich habe dort diesen Vertrag abgeschlossen mit meinem Führerschein und dann sage ich 3 Monate später, ich möchte doch das Paket und sie sagt, nein, das gibt es nur für Leute, die in Bangkok wohnen, wenn ich es richtig verstanden habe, und die einen Reisepass haben oder einen Ausweis. Also, in dem Sinne sieht man ja, dass irgendwas immer nicht hinhaut. Also es kann ja nicht sein, dass die eine sagt, es geht nicht, die andere sagt, es geht. Guck mal, nächsten Monat, ich glaube, das wird wahrscheinlich diese SMS sein, die ich da jeden Monat kurz bevor ich die 300 Baht einzahle, kriege ich. Habe ich früher meine SMS gekriegt, das war eine Zeit nicht, aber das wird die wahrscheinlich sein und somit ist alles in Ordnung und alles in Butter. Also, wir wissen jetzt alle Bescheid und wir wissen jetzt, dass es mal klappt. Bis der Vertrag wieder abgelaufen ist. Ansonsten, ja, ihr habt es gesehen, ich bin zufrieden mit mir. Ab und zu hätte ich mal ein anderes Wort sagen können, aber ja. Man lernt nicht aus. Ich gucke es mir jetzt nochmal an und lerne wieder dazu. In dem Sinne, ich glaube, Werbung kam. Also, ist er wieder. Ich habe gerade mal rumgeguckt. Es ist nicht viel los. Es sieht ganz schön dürftig aus. Nicht zu vergessen, wäre vielleicht, es ist mitten in der Woche, 12 Uhr. Ja, da bewegt sich eh kaum einer. Ansonsten wollte ich ja nur nach der Rolex gucken, jetzt bringt er mich schon so durcheinander. Nach der Uhr gucken, die haben sie ja hier. Ich werde sie natürlich woanders kaufen. Aber im Preisvergleich und schon mal eine erste Vorinformation wäre schon nicht schlecht. Warum eine Apple Watch? Das sage ich euch, und zwar ist es so, das erleichtert mein Leben sau viel. Alleine Nachrichten lesen, hin und her, das lasse ich alles über die Uhr laufen. Allerdings der wichtigste Punkt für mich ist, ich werde jetzt mein Fahrrad wiederholen. Ich habe ja mit Training angefangen und wenn ich jetzt am Anfang des Trainings ist alles noch ruhig, aber wenn ich mich dann wieder reingefuchst habe, habe ich mich zeitweise nicht unter Kontrolle mit meinen, also ich gehe eigentlich immer ein Stückchen weiter, wie es gehen soll. Also ich gehe im Schnitt immer über meine Grenzen, wenn ich ein Vorhaben habe. Und ich denke mir jetzt einfach mal so, es kommt das Alter, wo ich vielleicht doch mal mehr auf meine Uhr hören sollte, wenn die da sagt, hau mal eine Bremse rein und lauf mal. Ich fühle mich zwar voll fit und hin und her, aber ich würde mal so sagen, ich bin da einfach damit auf der sicheren Seite und somit
nützt mir da keine Rolex. So. Ein richtiger Mann hat nur noch, ihr wisst schon, also ich guck mal nach und dann sehen wir mal. Also bis gleich. So ist er wieder und zwar war so mit Uhren, das war leider nichts. Die hatten nur Telefone, ansonsten schalte ich mal kurz rum. Wie gesagt, wir haben immer noch 12 Uhr und ja, ihr seht, es ist ganz schön wenig los. Hier geht es immer, weil das so ein Billigmarkt ist. Ansonsten, ihr seht es ja hier. In dem Sinne würde ich sagen, wenn euch meine Movies gefallen, Abo da lassen, dauert nur eine Sekunde, ich würde mich freuen mit Otto. Ansonsten bleibt mir gesund, bleibt mir munter, guckt zahlreich, auch mal bis zum Ende, also auch mal bis zum Ende. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gesund und munter und werdet alle glücklich. Euer Tattoo-Man. Bye, bye.